Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises zu sein, ist eine ganz große Herausforderung und eine ganz große Ehre. Das sage ich ganz ehrlich. Ich mache seit über 20 Jahren Kommunalpolitik ehrenamtlich und jetzt die Chance zu haben, das hauptamtlich für die Menschen im Kreis zu machen, die in den 17 Städten und Gemeinden leben, das würde mir sehr viel Freude machen und ich kann viel Erfahrung und viel auch Kenntnisse aus unterschiedlichen Aufgaben, die ich bisher gemacht habe, mitbringen und das möchte ich gerne im Dienste des Kreises tun. Die Infrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis ist schon ganz gut. Wir sollten die Dinge, die wir haben, nicht schlechter reden, als sie sind. Und trotzdem ist natürlich das Bessere auch der Feind des Guten. Ich denke da insbesondere an die digitale Infrastruktur bei uns im Kreis. Wir haben in den größeren Städten und Ortsteilen ganz gute Breitbandanbindungen inzwischen, aber das gilt nicht für alle Regionen im Kreis. Da müssen wir besser werden. Wir müssen besser werden bei der öffentlichen Personennahverkehrsinfrastruktur. Da hat es mit dem Fahrplanwechsel jetzt eine ganze Menge Veränderungen gegeben, die sich nicht als gut erweisen. Das ist unzuverlässig und es sind auch Linienführungen gestrickt worden, die man nochmal sehr kritisch hinterfragen muss. Und das Dritte ist die Gesundheitsversorgung, die ich nennen möchte. Wir haben nicht mehr viele Krankenhäuser bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis, nur noch in Idstein und Rüdesheim, die müssen wir erhalten. Aber wir brauchen auch eine gute ambulante Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten. Und wir wissen, dass die Situation heute schon angespannt ist und in den kommenden Jahren schwieriger werden wird. Es sind also große Herausforderungen, um die soziale Infrastruktur auch aufrechtzuerhalten. Und das müssen wir in den nächsten Jahren angehen. Klimaschutz, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das wissen wir nicht erst seit gestern oder vorgestern, aber es ist sehr, sehr deutlich geworden. Erstens, wenn wir unsere Wälder anschauen, wie sehr der Klimawandel da auch zugeschlagen hat, wie viele hunderte Hektar bei uns im Kreis auch abgestorben sind. Und wir haben natürlich auch gemerkt, wie wichtig es ist, die Energieversorgung trotzdem sicherzustellen. Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Gasmangellage. All diese Erfahrungen, die wir in den letzten 12, 15 Monaten gemacht haben, zeigen uns eindrücklich, dass wir das Klima besser schützen müssen und dass wir regenerative Energien ausbauen müssen. Was heißt das für den Kreis? Erstens, wir müssen unsere eigenen Kreisliegenschaften energetisch ertüchtigen, damit wir hier auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zweitens, wir müssen Photovoltaik auf unseren Liegenschaften ausbauen. Und drittens, wir müssen auch Windkraftprojekte, ich sage das ausdrücklich dazu, in unserem Kreis unterstützen, wenn es sie gibt, damit wir auch hier einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Mein Name ist Martin Rabanus. Ich möchte gerne Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis werden. Am 12. März ist die Wahl. Gehen Sie hin, machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch. Und beteiligen Sie sich an diesem wichtigen demokratischen Akt.